bin für die Wahlfreiheit zwischen Ethik und Religion, weil ich denke, der Religionsunterricht, und mein Herz schlägt dafür den Religionsunterricht, das will ich ganz klar sagen. Ich denke, eine Gesellschaft kommt nicht zu Rande, wenn sie nicht dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche Religionsunterricht bekommen. Wobei für mich zweitrangig ist, in welcher Konfession, und das ist auch, ich schließe auch den islamischen Religionsunterricht ein, Religion gehört zum Menschenleben dazu. Und die auszublenden und so zu tun, als ob die nur im privaten Bereich wäre, halte ich für ein Unding. Religionen sind gesellschaftliche Faktoren ersten Ranges und persönlichkeitsbildende Faktoren. Und das kann und darf ich nicht einfach ausblenden und dem freien Markt überlassen. Und insofern ist mein ganz klares Votum für Religionsunterricht. Und wenn sich jemand abmelden will, dann muss er Ethikunterricht haben. Geht nicht anders.